Ich werde Ihnen jetzt die Lebenszyklusphasen 4, 5 und 6, also Ausführung, Nutzung und Rückbau, näher vorstellen. Diese drei Phasen sind die drei letzten Phasen im Lebenszyklusmodell der IG Lebenszyklus und reihen sich damit nach Strategie, Initiierung und Planung unmittelbar an. Die erste dieser drei Phasen, die Ausführung, beschäftigt sich mit der baulichen Umsetzung der Planung und mit dem Zwischenschritt vor der Überführung in die eigentliche Nutzung. Diese Ausführungsphase kann in vier Teilphasen untergliedert werden, nämlich in die Werkplanung, die eigentliche Ausführung, die Inbetriebnahme und die Übergabe. Zentrale Leistungen sind über alle vier Teilphasen hinweg auszuführen. Die Projektsteuerung auf der einen Seite, die mediative Prozessbegleitung, das heißt jene Begleitung, die sich mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten auseinandersetzt und diese im Augenmerk hat. Dann der Sicherheitsaspekt mit der Baustellenkoordination, die begleitende Kontrolle der Ausführung hinsichtlich Qualitätssicherung auf der einen Seite, aber auch Produkt- und Chemikalienmanagement auf der anderen Seite. Die künstlerische Oberleitung als die Begleitung für eine gestalterisch-architektonische Umsetzung. Nicht zu vergessen, das Änderungs- und Optimierungsmanagement unter Berücksichtigung des Lebenszyklus und auch das Monitoring aus Sicht der Finanzierung. Im Anschluss möchte ich die einzelnen Schritte, die nur in jeweils einer Teilphase zu erbringen sind, näher ausführen. In der Werkplanung geht es um die Erstellung der Werkpläne auf Basis der Ausführungspläne und bei Vorliegen eines BIM-Modells um das Einpflegen dieser Werkpläne in das BIM-Modell. Es geht um die Überprüfung und die Freigabe von Werkplänen. Es geht aber auch um die begleitende Kontrolle der Planung, der Werkplanung durch Abgleich der Anforderungen aus dem Nutzerbedarfsprogramm. Ein weiterer Punkt ist die Kontrolle der Unterlagen hinsichtlich Übereinstimmung mit den Vorgaben der Dokumentation, so dass am Ende eine integrale Werkplanung als Basis für die eigentliche Ausführung zur Verfügung steht. In der Ausführungsphase ist die Baulogistik ein zentraler und immer bedeutender werdender Punkt. In schwierigen Bausituationen braucht es Beweissicherungen, es braucht eine ausreichende Vorbereitung der Baustelleneinrichtung, bevor die eigentliche Ausführung, die Umsetzung der Bauaufgabe erfolgen kann. Begleitend mit der Ausführung soll die Bewirtschaftungsorganisation mit dem Bauvorhaben mitwachsen können, so dass am Ende der Ausführung ein nachhaltiges Bauobjekt zur Verfügung steht und in den Inbetriebnahmeprozess eingeleitet oder übergeleitet werden kann. In der Inbetriebnahme sind Qualitätsfeststellungen und Funktionsprüfungen durchzuführen. Es ist ein Probebetrieb zu starten, es sind Einregulierungen der Anlagen vorzunehmen. Es ist eine Einschulung des Betriebspersonals durchzuführen. Nicht zu vergessen die Herstellung des Behördenkonsens und die Implementierung des Objektmanagements und des Gebäudemanagements. In dieser Phase geschieht auch die Überführung des digitalen Gebäudemodells in die Gebäudedokumentation und die eigentliche Kontrolle der Vorabzugdokumentation. Wenn gewünscht und geplant, dann kann auch in dieser Phase die eigentliche Gebäudezertifizierung erfolgen, so dass alle Voraussetzungen für den nächsten Schritt, den Übergabeprozess,
als Übergang in den eigentlichen Betrieb erfolgen kann. In der Übergabephase geschieht rechtlich gesehen der Gefahrenübergang, der Haftungsübergang vom Ausführenden zum Nutzer. Es beginnt die Gewährleistungsphase. Es beginnt jene Phase, in der Mängelfeststellungen und auch Behebungen erfolgen, in der die eigentliche Gebäudedokumentation, die fertige Gebäudedokumentation übergeben werden muss und in der auch das digitale Gebäudemodell so angepasst werden kann, dass es optimal für die Bewirtschaftung zur Verfügung steht. So dass die Betriebsverantwortung an den Betreiber, an den Gebäudenutzer übergehen kann. Für die Wirksamkeit und Effizienz aller angeführten, eben beschriebener Leistungen braucht es das Fundament einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Damit haben wir uns in der IG Lebenszyklus sehr intensiv in einer über ein Jahr laufenden Arbeitsgruppe auseinandergesetzt und haben einen eigenen Fachleitfaden unter dem Titel Projektkultur aktiv gestalten zusammengestellt. Den können Sie neben anderen Unterlagen bei der IG Lebenszyklus downloaden. Er steht für Ihre Verwendung zur Verfügung und wird von mir jedenfalls für ein Studium empfohlen. Die vorletzte Phase unseres Lebenszykluses betrifft die eigentliche Nutzungsphase. Hier braucht es eine klare Ausrichtung der Gebäudebewirtschaftung am Bedarf des Kerngeschäfts, so dass ein wirksames begleitendes Facility Management durchgeführt werden kann. Wobei ich insbesondere hinweisen möchte, dass eine Begleitung des Facility Managements bereits in den ersten Lebenszyklusphasen ein sogenanntes FM-Consulting jedenfalls zu empfehlen ist. Erwähnen möchte ich die Qualitätsdefinition für die Bewirtschaftung, die zu einem frühen Zeitpunkt erfolgen kann, das heißt die Festlegung der SLAs, der Service Level Agreements, und die Überleitung aller für den Betrieb erforderlichen Informationen aus der Planungs- und Ausführungsphase in den konkreten Betrieb, so dass ein nachhaltiger Gebäudebetrieb mit einer maximalen Werterhaltung bei trotzdem minimalen Betriebskosten für höchste Nutzerzufriedenheit erfolgen kann. Die sechste und letzte Phase in unserem Lebenszyklusmodell betrifft den Rückbau. Hat man es mit einer Bestandsimmobilie zu tun, so muss ich eine ausreichende Bestandsuntersuchung durchführen, um zu erkennen, ob mit der bestehenden Immobilie eine zukunftsorientierte Nutzung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten überhaupt möglich ist oder ob ein Rückbau sinnvoller, auch ökologisch zweckmäßiger durchzuführen ist. Bei einem Neubauprojekt braucht es von Beginn weg die Berücksichtigung dessen, wie ein Gebäude zu einem sehr späten Zeitpunkt auch demontiert und in seine einzelnen Wertstoffe getrennt werden kann. Das ist nicht nur eine Frage der Ökologie, sondern auch eine entscheidende Frage der späteren Wirtschaftlichkeit.